Herzlich willkommen zur heutigen Tagesenergie mit der Seelenschamanin Britta C. Lambert. Fühle dich motiviert und inspiriert, dein volles Potenzial zu entfalten. Tauche nun hinein in die Energie des Tages. Ganz herzlich willkommen zu unserem Tagesimpuls vom 2. November. Die Tagesenergien für heute sind das 10. Siegel Anina, das 6. Siegel Kri und das 1. Siegel Anada. Heute geht es ganz schlicht und ergreifend darum, die Weisheit meiner Seele auf die Erde zu bringen. Und natürlich alles, was dem im Weg steht, aufzulösen. Das können wir heute auf eine ganz, ganz schlichte Art und Weise tun. Anina ist ja bekanntlich das Berufungssiegel. Ich habe das schon oft gesagt. Es geht darum, dass das, was wir in uns tragen, an Wissen, an Erfahrung, an Weisheit, auf das wir meistens gar keinen Zugriff haben, dass das auf die Erde kommen soll. Darum geht es bei Anina. Und es ist oft so, dass wir ja meinen, wir sind noch nicht so weit, wir müssen noch dieses und jenes lernen, wir brauchen diese und jene Beratung und dabei tragen wir alles, was wir an Erfahrungen gesammelt haben, das Wissen des gesamten Universums in uns. Und Anina hilft uns dabei, dieses Wissen freizusetzen. Das ist sehr oft blockiert, weil wir einfach auch Angst davor haben, dieses Wissen wieder zu leben, weil wir unter Umständen schlechte Erfahrungen gemacht haben oder vielleicht auch, weil wir ja einfach alles vergessen haben, was wir jemals wussten, dadurch, dass wir eben inkarniert sind. Das ist der Preis einfach, wenn wir inkarnieren in die 3. Dimension, raus von der 12. Dimension in die Einheit, gehen wir einfach in dieses ewige Vergessen. Aber allein mit der Absicht und mit dem Bewusstsein, dass ich diese Weisheit des Alleinen in mir trage, nicht nur die Weisheit meiner Seele, sondern wirklich des großen Ganzen, des Kosmos. Das heißt, ich trage in mir die Antworten auf alle Fragen, die ich auch nur ansatzweise haben könnte. Und wenn ich mir das bewusst mache, dass es eigentlich nur darum geht, dass diese in die Erdung kommen dürfen und dadurch in mein Bewusstsein kommen können, dadurch, dass ich mich überhaupt erstmal erde und nicht nur mich, sondern die Tatsache, dass es so ist. Also das hat auch was damit zu tun, dass ich eine Entscheidung treffe, dass es meine Wahrheit ist. Ich trage die Antwort auf all meine Fragen, die Weisheit meiner Seele, die Weisheit des Kosmos in mir und ich bin bereit, das jetzt auf die Erde zu bringen und das zu erden. Und das setzt natürlich Ströme unendlicher Weisheit und unendlichen Wissens in Gang, gleichzeitig natürlich auch uralte Ängste. Und dabei hilft uns eben Anina, zum einen dieses Wissen auf die Erde zu bringen und zum anderen eben alles wegzutun, was dem Ganzen im Wege steht. Ja, diese Ängste, die damit verbunden sind. Die obere Spirale fließt quasi durch unser ganzes System durch, klärt und reinigt es und verankert es dann unter unseren Füßen im Erdsternchakra, sodass wir damit quasi loslaufen können. Kri hilft uns dabei auch, dass eben all das, was unser Wissen blockiert, es geht auch bei Krieg ganz intensiv um das Wissen, die allumfassende Weisheit, die zu allen Zeiten in dir ruht und eben den Schleier, der um dieses Wissen oft liegt, wirklich aufzulösen und wegzunehmen, um das Erkennen. Ja, das geht schon ganz simpel damit los, was ist denn heute das Wichtigste für mich und welche Bedürfnisse erfülle ich in erster Linie? Die meiner Seele, die des Drangs meiner Seele, weswegen ich überhaupt da bin oder das, was andere eben von mir erwarten. Also wir nehmen hier wirklich die Oktoberenergie weiter noch in den November. Es geht wirklich um die Befreiung, um die Erlösung unserer Ängste, was unser Seelendasein anbelangt. Und wenn wir uns davon befreien, dann sind wir wirklich frei, dann sind wir erlöst und wirklich losgelöst und können fliegen. Und dabei unterstützt uns Anada, dass das Ganze auf die Erde kommen kann. Und dass wir in der Lage sind, es wirklich auch anzunehmen. Weil es geht immer, das eine ist eben, ja, wir sind uns bewusst, wir sind blockiert, wir müssen vielleicht noch dieses und jenes auflösen. Aber wir dürfen auch zum einen Hilfe in Anspruch nehmen und zum anderen annehmen, dass es leicht sein kann. Nicht annehmen im Sinne von ich rate mal, ich vermute mal, sondern es geht wirklich um das Greifen und um die Annahme dessen, wer ich bin. Ich nehme es an, Gott ebenbürtig zu sein. Ich nehme es an, dass ich das Wissen des gesamten Kosmos in mir trage und ich entscheide mich dafür, es jetzt freizusetzen. Und dann geht es einfach darum, das loszulassen
und sich auf die spannende Reise des Entspannens zu begeben. Denn das Wissen wird dann bei mir sein, wenn ich es brauche. Das ist wirklich die Erfahrung, die ich in vielen, vielen Jahren jetzt sammeln durfte. Und dieses ultra kraftvolle Bewusstseinsfeld, das aktivieren wir jetzt gemeinsam. Ja, es geht ja auch, fällt mir noch ein, nach dem keltischen Brauch zum Beispiel, am Allerheiligen am 1. November oder am 31. Oktober auch nicht um Halloween, sondern es geht wirklich auch darum, sich mit der Weisheit der Ahnen zu verbinden. Und wer sind Ahnen, sind Vorfahren. Das heißt, es ist altes Wissen, das weitergegeben wurde. Aber ich bin selbst mein Ahne, ja, weil ich viele, viele Inkarnationen an Wissen in mir trage. Und wenn wir uns dafür öffnen, dass alles gleichzeitig da ist, dann ist es auch logisch, dass dieses Wissen auf die Erde möchte. Und das ist wirklich die Energie des Tages, die wir nutzen dürfen, um dieses Feld zu erzeugen, dass wir uns alle gemeinsam in die Lage versetzen, es anzunehmen, wie weise wir sind. Und es anzunehmen, dass das Wissen bereits da ist, dass wir es einfach nur noch freilegen dürfen. Wegpusten, den Vorhang, den Schleier des Vergessens mit Kri und mit Anina lösen wir einfach das, was uns daran hindert. Und mit Anada bringen wir es auf die Erde. Ja, wir chanten wie immer die Siegel in ihrer Reihenfolge in Verbindung mit dem Om. Om Anina, Om Kri. Om Anada, Om Anina, Om Kri, Om Anada, Om Anina, Om Kri, Om Anada. Ich wünsche dir einen wundervollen, reich gesegneten Tag mit dem Annehmen dessen, wer du bist. Bis morgen. Das war die heutige Tagesenergie mit der Seelenschamanin Britta C. Lambert. Wenn du mehr über Britta, die 12 Siegel des Metatron und ihre Vision zur Potenzialentfaltung erfahren möchtest, dann schaue einfach unter diesem Video in die Beschreibung. Hier findest du alle Informationen. Wenn du jeden Tag diese wundervollen Energien als Inspiration erhalten möchtest, dann abonniere jetzt einfach den YouTube-Kanal und du bekommst automatisch eine Benachrichtigung.